Ja, und jetzt kommt sowas wie eine kleine Vorbereitung schon für die nächsten Bücher. Ich habe ja eine ganze Serie gemacht, also das heißt, dieses erste Lesebuch der Buchstabenmeister geht ja durch das Buchstabenland, dass man die Buchstaben lernen kann, weil sie Charakteren kriegen, weil sie Wesenheiten kriegen, weil sie nicht mehr abstrakt sind. So, und dann habe ich die Malbücher gemacht, die einem helfen, das praktisch mit Farbe und verschiedenen Möglichkeiten auch anderen es zu erlernen. Und das da ist die nächste Fortführung, nämlich die Mundlaute-Tabelle und die Gestik mit der Hand. Und da gibt es ja dieses Gebärden, ein Fingeralphabet. Und hier habe ich geschrieben, Mund- und Handbewegung in Kombination mit den Buchstaben. Da habe ich ein kleines Tool schon drin, da kann man das sehen. Und wie das im Ganzen aussieht, das richtige Buch dafür, das zeige ich euch gleich. Bleibt also dran und vergesst nicht, wenn ihr das bestellen wollt, würde ich euch empfehlen, immer mit Teil 1, 2, 3, 4 zu beginnen und auch die Mundlaute-Tabellen dazu oder das separate Buch für die Gebärdensprache. Also zumindest das ein Fingeralphabet. Es geht ja um die Buchstaben. Also ein ganzes System. Grundsätzlich könnte man damit eigentlich auch ohne Schule den Kindern das Lesen und Schreiben beibringen. So einfach.